Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards Left, denn ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute packe ich das Spiel Days Gone aus, das, was es nur für die PlayStation 4 gibt, sieht man hier oben, nur auf der PlayZ, Freunde. Das Ganze kommt von Band Studio und ist so eine Zombie-Apokalypse, ein Open-World-Spiel mit einem coolen Typ auf Motorrad. Und da hinten warten schon die ganzen Zombies, die ihn dann jagen werden, Freunde. Ja, lange, lange ist es erwartet worden. Jetzt ist es endlich raus. Und die Zockerwelt ist gespaltener Meinung. Sag ich mal, die einen finden es super geil. Die anderen sagen, naja. Werde ich dann sehen, Freunde, wenn ich das selber zocke. Diese Welt entkommst du nicht. Überlebe als gesetzloser Biker Deacon St. John ein gefährliches Leben auf der Straße. Stelle dich deformierenden Freakern und gnadenlosen Menschen in einer Welt, die von einer tödlichen Pandemie heimgesucht wird. Also gibt es eine Krankheit, die ausbricht und die Leute dann zu Zombies werden lässt. Würde ich mal drauf tippen, Freunde. Erkunde eine grausame offene Welt, stelle Waffen her und verbessere deine Bike. Erlebe eine fesselnde Geschichte über einen persönlichen Verlust. Das Ganze gibt es nur als Singleplayer, ein Spieler. 50 GB mindestens braucht er auf eurer Festplatte. DualShock 4 Vibration Funktion und das Ganze ist nochmal PlayStation 4 optimiert. Pro. Ja, hier sehen wir, wie der Wolf auf ihn jumpt und er versucht dieser Wolfsherde zu entkommen und man kann diverse Waffen basteln, würde ich mal sagen, um diese Leute, die infiziert sind, abzuhalten, Freunde. Days Gone. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Butterweich und smooth geht schon mal die Entpackung. Davon gibt es ja auch eine Collector's Edition, die man sich holen kann. So, so sieht das Ganze von innen aus. Das Design der Disc ist schlicht gemacht. Dafür gibt es hier ein... Ja, was ist das mit dem Bike, wie man welche Taste drücken muss, zu Fuß. Was ist halt, ne? Und dann hier Werbung für PlayStation Plus. Ja, Leute, Days Gone. Endlich habe ich es auch und ich werde es endlich zocken können, dieses Apokalypse-Zombie-Spiel. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mal sagen, bis demnächst. Bye, bye.